Die Taschendiebstähle auf dem Viktualienmarkt haben leider nicht aufgehört. Wir müssen den Kerl wieder laufen lassen. Tja, das hängt uns halt immer wieder am Hals. Ja. Sonst noch was? Ja, der Buchhalter aus dem Kaufhaus hat sich jetzt selbst gestellt. Das wäre eigentlich Wanningers Sache gewesen. Aber Sie wissen doch, Herr Steiner, der kümmert sich nicht gern um solchen kleinen Kram. Herr Direktor, es tut mir leid. Aber bei aller Rücksichtnahme auf seine ZBV-Stellung, der Wanninger nimmt mir überhaupt nichts mehr ab. Der kommt und geht gerade, wie es ihm passt. Herein. Guten Morgen. Morgen, Wanninger. Entschuldigung, Herr Direktor, ich war zum Polizeiarzt. Ja, ja, schon gut, Wanninger. Wieder Ihr Kreuz, was? Das sowieso. Aber sonst war es bloß eine Routineuntersuchung. Naja, Sie haben nicht viel verpasst. Gibt's noch was, Herr Steiner? Ja, da ist immer noch dieser verflixte Heiratsschwindler, Willi Lorenz alias von Wellensee. Was täten Sie bloß, wenn Sie Ihren Lieblingsfall nimmer hätten? Ich sehe da keinen Anlass zu humorigen Bemerkungen, Herr Wanninger. Ja. Hat denn dieses Fräulein, wie heißt sie gleich? Ja, Kummig. Allerdings, Fräulein Kummig will ihre Anzeige zurückziehen, wie alle ihre Vorgängerinnen. Es ist zum Verzweifeln, wenn ich nicht... Lassen Sie sich was antun, Herr Steiner. Soll ich Ihnen nicht lieber den Fall abnehmen? Das sehen Sie, Herr Steiner. Er ist ja gar nicht so. Das kommt gar nicht in Frage. Ich habe mir geschworen, diesem Gauner selbst das Handwerk zu legen. Ja, aber gerade haben Sie doch gesagt... Ja, wenn der Herr Wanninger mich unbedingt entlasten will, da ist ja immer noch die Sache Kreitmeier. Ich habe gedacht, Sie wollten diesen Fall abschließen. Ja, ich bin mir nicht mehr sicher, Herr Direktor. Da es sich nicht um irgendeinen Kleinkram handelt, sondern immerhin um Mordverdacht. Du kannst doch von mir nicht verlangen, dass ich alleine auf den Ball der einsamen Herzen gehe. Du, wie wär's denn mit deiner Freundin Hanni? Meinst du, dass die auch keine Zeit... Ich ruf später wieder an, ja? Du führst wieder Privatgespräche, Fröschel. Nein, ich hab mit der Fahndungsabteilung telefoniert. Streng dich nicht an. Gib mir lieber die Akte Lisa Greitmeier. Du hast doch mit dem Steiner den Fall bearbeitet. Ja, ja, das schon, aber da war nichts nachzuweisen. Mhm. Rein gar nichts. Lisa Greitmeier, geboren am 17. April 1916, staatlich geprüfte Krankenpflegerin. Ja, die macht Privatpflege bei all die Leute. Mhm. Zuletzt bei der 70-jährigen Frau Grimmer. Die ist dann gestorben und hat ihr das ganze Vermögen vermacht. Deswegen hat auch der Neffe Grimmer Anzeige erstattet. Das gehört dazu. Aha. Der Totenschein. Ausgestellt von einem Dr. Wiese. Todesursache Koronarinsuffizienz im Koma. Infolge schwerem Diabetes mellitus. Wir können gegen den Betrüger nichts unternehmen, wenn keine Anzeige gegen ihn vorliegt. Das müssen Sie doch verstehen, Fräulein Kummig. Aber natürlich, Herr Oberinspektor. Warum ziehen Sie dann Ihre Anzeige zurück? Herr von Wellensee wird mir das Geld bestimmt zurückgeben. Hat er sich wieder mit Ihnen in Verbindung gesetzt? Nein, nein. Also, er hat Ihnen die Ehe versprochen. Er hat sich 5000 Mark von Ihnen ausgeliehen und ist dann verduftet. Der Tatbestand liegt doch sonnenklar. Sie brauchen mich gar nicht so anzuschreien. Ich glaube an seine ehrlichen Absichten. Und die Anzeige haben Sie nur im ersten Ärger erstattet. Sie lieben ihn und es stört Sie nicht, dass dieser Schwindler noch 10 anderen die Ehe versprochen hat. Das müssten Sie erst einmal beweisen. Oder liegt vielleicht eine Anzeige gegen ihn vor? Eben nicht. Das versuche ich Ihnen doch die ganze Zeit klarzumachen. Ein hoffnungsloser Fall, Herr Inspektor. Vielleicht erklären Sie mir das einmal auf Deutsch, Herr Dr. Wiese. Also... Die alte Frau Grimmer war einfach schwer zuckerkrank. Da sie alle Medikamente und Spritzen ablehnte, musste es einmal so kommen. Ist sie denn überhaupt noch zu Ihnen in die Praxis gekommen? In der letzten Zeit selten. Aber ich wusste sie ja in der Pflege von Frau Kreitmeier gut aufgehoben. Also ist an dem Todesfall wirklich nichts Verdächtiges? Nein, auf keinen Fall. Leider habe ich da eine Verabredung. Mit dem Kollegen. Nicht, dass ich was Falsches denken soll, da bin ich nicht. Wie wär's denn mit heute Abend? Danke, nein. Na, Fröschel, hast dich verfahndet? Im Gegenteil, Herr Wanninger. Glück habe ich gehabt. Ja. Ich habe gleich 3 alte Leute gefunden, die durch die Pflege von der Greitmeier gestorben sind. Na ja, alte Leute. Ja, das schon. Aber eins ist doch komisch. Alle 3 haben Zucker gehabt. Schwer sogar. Oje. Da muss ich heute halt in den sauren Apfel beißen. Dabei wäre ich viel lieber hinter dem Heiratsschwindler her. Wie weit ist denn der Steiner? Tja, Pech gehabt. Das Fräulein Kummig hat ihre Anzeige zurückgezogen. Dann probier's doch du einmal bei ihr. Ich? Okay, die ist doch mindestens 40. Na und? Du hast gerade den richtigen Charme für das Alter. Vielleicht kriegst du raus, ob sich der Lorenz wieder an sie rangemacht hat. Na, der wird sie hüten. Na, da wäre ich nicht so sicher. Manchmal rupft so ein Schwindler seine Opfer auch ein zweites Mal. Gut, ich probier's.
Und wo sind Sie zu finden? Ja, mei. Es schaut ganz so aus, als ob ich wieder mal mein Quartier wechseln müsste. Ja, wissen Sie, Herr Warninger, eigentlich habe ich mit der Krankenpflege aufhören wollen. Frau Greitmeier, ich komme ja bloß zu Ihnen, weil mir die Frau Grimmer selig einmal erzählt hat, wie gut sie bei Ihnen versorgt war. Ach ja, die arme Frau Grimmer. Ja, ja, in den höchsten Tönen hat sie ihr Lob gesungen. Naja, und weil ich doch auch Zucker hab. Ist das schlimm? Ja, wenn ich mich ein bisschen halte, dann geht's schon. Sie soll ja so eine großartige Diätköchin sein. Danke. Bei wem sind Sie denn in Behandlung? Ja, wissen Sie, Frau Greitmeier, ich halte nicht viel von Ärzten, Spritzen und Tabletten. Die bringen einen ja doch bloß ins Krankenhaus. Ja, ja, das verstehe ich schon. Haben Sie denn keine Angehörigen, die Sie versorgen? Nein, leider nicht. Ich stehe ganz allein. Tja, und seit meiner Pensionierung, ich war nämlich Inspektor bei der Post, da habe ich sogar noch die Dienstwohnung aufgeben müssen. Wo wohnen Sie denn jetzt? Im Hotel. Ach. Ja, ich kann mir das schon leisten. Schau, ich habe nie viel verbraucht im Leben, gell? Habe immer gespart, ne? Da kommt schon ein bisschen was zusammen. Vielleicht kaufe ich mir später auch einmal so ein Häuserl, so wie das Ihre da. Leider gehört es mir noch nicht, Herr Warninger. Schade. Ja. Tja, ich weiß eigentlich nicht recht, was ich sagen soll, Herr Warninger. Okay, Frau Greitmeier, Sie sollen ja nicht umsonst für mich sorgen. Ich zahle Ihnen ein anständiges Monatsgehalt. Und wenn Sie vielleicht hier in Ihrem Haus ein Zimmer für mich hätten. Also, ich würde es mir überlegen. Na, also, sagen Sie halt ja, Frau Greitmeier. Also, in Gottes Namen. Aber nur unter einer Bedingung. Sie müssen sich an die Diät halten. Schauen Sie, Fräulein Kummig, wenn Sie Ihre Anzeige nicht selber zurückgenommen hätten, hätte ich Sie direkt darum gebeten. Aber der Herr Oberinspektor. Ach, was versteht denn der von Liebe? Ich habe gleich gemerkt, dass das eine echte Romanze ist und dass Sie sich im Herrn von Wellensee nicht täuschen können. Lieben Sie auch? Ja, und wir, Fräulein Kummig. Deswegen möchte ich Ihnen ja gern helfen. Wenn zwei Menschen so viel füreinander empfinden, dann muss man sie doch wieder zusammenbringen. Schauen Sie, mir steht der ganze Polizeiapparat zur Verfügung. Fröschl? Nein, der Herr Warninger ist nicht da. Er soll einen Polizeiarzt anrufen. Ja, ich werde es ihm bestellen. Dankeschön. Nicht wahr? Sie glauben doch auch nicht, dass Udo, dass Herr von Wellensee... Ich bitte Sie. Wie könnte es mit einer Frau wie Sie nicht ehrlich meinen? Wahrscheinlich hat er plötzlich verreisen müssen oder sonst was. Nee. Das werde ich schnell rausfinden. Herr Fröschl, weil Sie so nett sind, möchte ich nicht, dass Sie sich unnötige Mühe machen. Wenn Sie mir versprechen, dass Sie nichts gegen Udo unternehmen, dann sage ich Ihnen, wo er wohnt. So ein Schlangenfraß. Kann ich gleich zum Grasen gehen. Denn, Herr Warninger, die Pralinen sind Gift für Sie. Na, mei, von Ihrem Grünfutter wäre ja nicht satt. Ich habe den Kohldampf wie ein Elefant. Nichts, da die Pralinen mache ich nur für mich. Ich kann mir Süßigkeiten ja erlauben, aber Sie halten sich streng an Ihre Diät. Frau Greitmeier, könnten Sie mir nicht ein einziges Mal eine Schweinshaxe mit Knödel machen? Also, wenn Sie so anfangen, dann muss ich die Verantwortung für Ihre Gesundheit ablehnen. Wenn Sie sich eine andere Krankenpflegerin suchen wollen, bitte. Nein, nein, ich bin ja schon stark. Also, dann beherrschen Sie sich, Herr Warninger. Ich kann die Pralinen nicht dauernd vor Ihnen wegschließen. Eine, bloß eine. Ich esse doch so gern was Süßes. Also gut, ich mache Ihnen Pralinen mit Süßstoff. So, und jetzt trinken Sie Ihren Tee. Hm? Und in 5 Stunden, da gibt's schon wieder was. So. Hm. Pfui, Warninger. Ja, mein Fröschl, wie soll es gehen? Hast du schon mal Gras gefressen? Was sagst du? Der Lorenz. Siehst du das? Der kann also das Heiratsschwindeln doch nicht lassen. Du, hör zu, Fröschl. Geh doch einmal zu ihm hin ins Hotel. Mhm. Und erzähl ihm was von einer neuen guten Partie. Mhm. Ich wüsste ihm eine. Aber unauffällig. Verstehst?
Ich muss mich ja noch für Ihren Systemtipp gestern Abend revanchieren. Ja, hätten Sie sich besser dran gehalten, Herr von Wellensee, dann hätten Sie nicht zu viel verloren. Ah, das hole ich bei der nächsten Gelegenheit in Garmisch wieder rein. Ich kann nun mal nicht ohne Roulette leben. Geht's Ihnen genau wie mir, nur dass ich zurzeit am Trockenen sitze. Meine Tante hat den Hahn zugedreht. Bedauerlich. Das ist ein Jammer. Hat die Frau einen Haufen Geld und was hat sie davon? Ein Häuschen im Freimann, sonst gar nichts. Ah, ich habe für diese egoistischen Frauenzimmer auch nicht viel übrig. Lebt sie allein, die Frau? Greitmeier, Blütenallee 26. Ja, ja, sie hat nur noch mich. Und das ist ja schon zu viel. Nicht einmal meinen Namen darf man ihr nennen, sonst wird man sofort rausgeworfen. Interessant. Also, wenn Sie sich finanziell wieder erholt haben, dann nehme ich Sie gerne mit nach Wiessee oder Garmisch. Sie wissen ja, wo ich zu finden bin. Ja, Moment, Sie wollten mich doch zum Essen einladen. Ja, ja, ich habe eine dringende Verabredung. Leider. Wenn ein Zuckerkranker sich nicht an die Diät hält und viel süßes Zeug isst, Herr Doktor. Tja, leider kommt das immer wieder vor. Gerade solche Patienten haben ja manchmal ein unbezähmbares Verlangen nach Süßigkeiten. Ja, was für Symptome treten darauf? Wenn nichts dagegen unternommen wird, Depressionen, Müdigkeit, Erbrechen, Ohnmachten, bis hin zum Koma. Das ist ein schwerer Vergiftungszustand durch sogenannte Acetonkörper, die bei mangelhaftem Zuckerabbau nicht weiter verwertet werden können und zu einer Übersäuerung des Blutes führen. Ist der Herr Wanninger nicht da? Ich glaube nicht, Herr Oberinspektor. Wieso eigentlich nicht? Der Polizeiarzt hat ihn schon zweimal bei mir zu erreichen versucht. Ja, bei mir auch. Aber offenbar ist er vom Fall Greitmeier so in Anspruch genommen. So. Als Gemüse. Aber Herr Wanninger, Sie haben ja Ihren Quark gar nicht aufgegessen. Sie kommen mir noch ganz herunter, wenn das so weitergeht. Ja, ja, Frau Greitmeier, mit mir geht's aufwärts. So etwas sollten Sie gar nicht sagen. Ihre Diät bekommt Ihnen ausgezeichnet. So. Und dass ich immer so müde bin und dass mir da schlecht ist. Also heute Nacht im Bett, da war ich plötzlich ganz weg. Es ist wirklich nur die Umstellung auf Ihre strenge Diät. So. Sie halten sich doch daran, nicht? Ja, aber selbstverständlich, Frau Greitmeier, wo Sie doch immer so streng mit mir sind. Ich meine es doch nur gut mit Ihnen, Herr Wanninger. Ja. Auch von den Süßstoffpralinen höchstens eine. Oh, Herr Wanninger. Ja? Ich soll Sie doch an was erinnern. Ach ja, richtig, das Testament. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen, Frau Greitmeier. Sie werden noch viel Freude an mir haben. Reden Sie doch nicht von sowas. Sie werden mindestens 100 Jahre alt. Meinen Sie? Ja, leicht. Guten Tag. Nur einen Moment, gnädige Frau. Ich bin Freiherr von Wellensee. Kommen Sie doch bitte herein. Danke. Wellensee. Angenehm. Grüß Gott. Sollte es sich um eine Krankenpflege handeln, Herr Baron? Aber bitte, gnädige Frau, für Sie einfach von Wellensee. Ich hatte mir allerdings die Hoffnung gemacht. Da muss ich leider ablehnen. Der Herr ist mein letzter Pflegefall. Dann höre ich auf. Was ich durchaus verstehen kann. Wissen Sie, Ihre Erscheinung passt so gar nicht mit der Vorstellung von Krankenpflege zusammen. Oh, Sie sind ein Schmeichler, Herr von Wellensee. Aber sagen Sie doch auch nicht, gnädige Frau, zu mir. Aber wie sonst, gnädige Frau? Wenn mir je eine Frau mit so damenhafter Ausstrahlung begegnet ist, dann sind Sie es, glauben Sie mir. Ich habe ein Auge dafür. Ich habe schon manche schwere Enttäuschung erlebt. Oh, das tut mir wirklich leid, Herr von Wellensee. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Darf ich Ihnen irgendetwas anbieten? Machen Sie sich bitte keine Umstände. Sagen Sie, dieser Herr da ist Ihr Patient? Ja, schon seit einiger Zeit. Er ist pensionierter Postinspektor. Wissen Sie genau, dass er keine anderen Absichten hat, als sich pflegen zu lassen? Wie meinen Sie das, Herr von Wellensee? Er macht einen zu hinterlistigen Eindruck. Glauben Sie mir, gnädige Frau, gerade so rührend hilfsbereite Damen wie Sie geraten oft in Gefahr, betrogen zu werden. Es gibt Erbschleicher, Gauner, Heiratsschwindler.
Sie sollten sich auf jeden Fall einmal erkundigen, ob er wirklich der Postinspektor ist, für den er sich ausgibt. Ich werde Ihren Rat befolgen, Herr von Wellensee. Aber an unehrliche Absichten glaube ich nicht. Es geht ihm sehr schlecht. Mir schmeckt rein gar nichts mehr. Dieses süße Zeug hat mir auch den ganzen Magen vergeistert. Warum essen Sie es dann? Na, erstens habe ich dauernd Hunger. Na, und das bezweckt sie ja mit ihrer Diät. Und zweitens, wenn ich die Pralinen bloß verstecke und die Kreitmeier findet sie, na, dann kann ich doch gleich einpacken. Na. Also sind Sie mir nicht böse, Herr Wanninger, aber ich verstehe überhaupt nicht, worauf Sie hinaus wollen. Fröschel, ich weiß jetzt endlich, wie sie ihre zuckerkranken Patienten umgebracht hat. Und das langt schon, um sie zu überführen. Und der Herr von Wellensee, funktioniert der? Und ob der funktioniert, der ist ja meine einzige Freude in dem Fall. Die Greitmeier hat der eingewickelt wie eine Rindsrouladen. Und ich glaube, er hat sie bald soweit. Ach, Sie meinen, dass Sie ihm Ihr ganzes... Ich meine, dass du wieder mal mit ihm nach Wisse oder Garmisch zum Roulette spielen gehen sollst. Da, den 50er kannst du verlieren. Dankeschön, Herr Wanninger. Vielleicht gewinne ich auch. Von mir aus. Die Hauptsache ist, dass der Wellensee fleißig spielt. Und verliert. Dann rufst du mich gleich von dort aus an. Okay? Mhm. Das Trachten nach Mammon war nie meine Sache, meine Liebe. Aber du kannst doch diese einmalige Chance nicht verpassen, Udo. 3 Millionen Jahresumsatz. 20% Gewinn. Ah, na, gewiss, gewiss. Ich könnte mein Haus am Luganer See und meine Yacht in Nizza verkaufen. Ja, aber du sagst doch, dann ist es zu spät. Eine Reisegesellschaft mit eigenen Flugzeugen. Hm. Könnte ich da überall umsonst hinfliegen? Aber selbstverständlich, Lisa, als meine Frau. Du könntest auch überall umsonst wohnen. Teneriffa, Capri, Mamaya. Wo immer du willst. Udo, du musst in dieses Geschäft einsteigen. Warte, ich werde dir was zeigen. Deine Pralinen sind aber scheußlich süß, meine Liebe. Ja, die sind ja auch nicht für dich, Liebste. Hier, schau mein Sparbuch. Aber das interessiert mich doch nicht. Nein, nein, du solltest wirklich weniger Zucker nehmen. Das ist alles, was ich habe. Da schau. Würde es reichen? Ja, soeben. Aber du meinst doch nicht im Ernst. Du musst es nehmen, Udo. Bald sind wir verheiratet und dann gehört uns ja sowieso alles miteinander. Ja, das ist schon richtig, meine Liebe. Aber ich würde doch nie das Kapital meiner Frau antasten. Tu es mir zuliebe, Udo. Und wenn es nicht reicht, ich erwarte bald eine größere Erbschaft. Ah, du meinst also wirklich? Ja, Liebste. Geh und mach die Sache gleich perfekt. Ich freue mich ja so auf die Reisen. Ja, nun gut. Bis dann bin ich auch ganz für dich frei. Aber ich bestehe darauf, dass ich dir das Geld noch vor der Hochzeit zurückzahle. Sagen wir in 14 Tagen. So, Herr Wanninger, da ist Ihre Diät. Und ein paar extra Pralinen mit Süßstoff habe ich Ihnen auch wieder gemacht. Die schaden Ihnen ja nicht. Ach, Frau Greitmeier, ich glaube, mir schadet bald gar nichts mehr. Ich fühle mich ja so miserabel. Vielleicht ist das die Strafe dafür, dass Sie mich angeschwindelt haben. Wieso? Ich habe mich bei der Post erkundigt. Es gibt gar keinen pensionierten Inspektor Wanninger. Und wer sind Sie wirklich? Oder ist das ein Geheimnis? Ein bisschen schon, Frau Greitmeier. Aber es stimmt, ich bin ein Inspektor und auch so gut wie pensioniert. Und bei welcher Behörde? Darüber reden wir lieber nicht. Ich habe mich bei denen nicht mehr sehen lassen, seitdem ich bei Ihnen bin. Es sind sowieso nicht gut, auf mich zu sprechen. Das klingt ja alles höchst merkwürdig. Nein, der ist nicht hier. Geben Sie mir das Gespräch. Steiner? Was wollen Sie wissen? Ach, ob wir noch einen Inspektor Wanninger hier haben.
Das frage ich mich auch. Ich habe ihn seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Wer sind Sie denn? Na, was ist denn, Frau Greitmeier? Mögen Sie einfach mal keine Pralinen mehr? Das geht Sie gar nichts an, Herr Kriminalinspektor. Das haben Sie also jetzt rausgekriegt. Das ist mir aber peinlich. Sie ziehen auf der Stelle aus, das ist Ihnen wohl klar. Wieso denn? Möchten Sie nicht noch einen kleinen Mordversuch bei mir ausprobieren? Mit Gift oder so? Bloß damit ich nichts über Ihre saubere Krankenpflege aussagen kann? Mich legen Sie nicht herein. Schade. Aber ich habe mir schon gedacht, dass Sie keinen Fehler machen. So raffiniert, wie Sie Ihre zuckerkranken Patienten zu Tode gepflegt haben. Das müsste mir erst einmal jemand nachweisen. Mhm. Mit Ihrer Diät haben Sie die alten Leute ausgehungert. Und dann haben Sie einen Pfund weiß Pralinen hingestellt. Habe ich Sie gezwungen, davon zu essen? Nein, aber Sie wussten genau, dass Zuckerkranke der Versuchung nicht widerstehen können. Ich habe jeden zur strengsten Diät angehalten. Und gerade Sie werden bezeugen können, Herr Kriminalinspektor, dass ich Ihnen ausdrücklich verboten habe, von den Pralinen zu essen. Ja, ja. Sie haben sich ganz gut abgesichert. Aber nicht gut genug. Lassen Sie nur. Das ist für mich. Wanninger. Ist gut, Fröschl. Nimm ihn mit. Und Sie begleiten mich jetzt auch aufs Präsidium. Bitte? Wenn Sie meinen? Aber glauben Sie nur ja nicht, dass Ihre Verdächtigungen ausreichen, mich zu verhaften. Ach, wissen Sie, darüber sollen sich die Juristen den Kopf zerbrechen. Bitte. Wer vorsätzlich einem anderen, um dessen Gesundheit zu beschädigen, Gift oder andere Stoffe beibringt, welche die Gesundheit zu zerstören geeignet sind, wird mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren bestraft. Paragraph 229 Absatz 2 ist durch die Handlung der Tod verursacht worden, so muss auf Zuchthaus nicht unter 10 Jahren oder auf lebenslanges Zuchthaus erkannt werden. Sie sind sehr raffiniert vorgegangen. Jetzt macht man Ihnen den Prozess. Und wenn schon? Ja, ja. Schlau ist sie schon, die Frau Greitmeier. Das alles macht ihr gar nichts aus. Aha. Das ist die Analyse von den Pralinen. Süßstoff allerdings, wie Sie gesagt haben, war keiner drin. Aber Zucker, sehr viel Zucker. Na, wenn das kein Mordversuch war. Nichts kann man mir beweisen, gar nichts. Wenn Sie jemals wieder aus dem Zuchthaus rauskommen, Ihre Lizenz als Krankenschwester sind Sie auf jeden Fall los. Die brauche ich sowieso nicht mehr. Ach, Sie meinen, Sie haben so viel geerbtes Geld auf der Seite für das Alter, dass Sie es nicht nötig haben. Jetzt passen Sie mal auf. Geh, Fröschl, holen rein. Na, Herr Steiner, Sie suchen doch immer noch nach Ihrem Heiratsschwindler. Ja, und? Da haben Sie ihn. Den Willi Lorenz höchstpersönlich. Der Frau Greitmeier hat er sich allerdings als Freiherr von Wellensee vorgestellt. Jetzt ist sowieso aus mit der Freiheit. Lisa, glaube mir, das sind alles üble Verleumdungen. Ich werde Sie verklagen. Sir? Ja, haben Sie denn überhaupt noch ein Geld übrig für einen Anwalt? Wie viel hat er denn gestern Abend beim Roulette verloren, Fröschl? Alles. Bis aufs letzte Markel. Da haben Sie es gehört, Frau Greitmeier. Alles, was Ihnen dieser feine Herr da aus der Nase gezogen hat, das gehört jetzt der Spielbank. Udo, sag, dass das nicht wahr ist. Nichts ist mit der Altersversorgung. Du Mistfink, du widerliche, stinkende Ratte! Geh, Frau Greitmeier, fressen Sie doch nicht. Es langt ja schon, wenn Sie Anzeige gegen ihn erstatten. Und das tun Sie doch, oder? Und ob ich das tue? Sucht das soll er, dieser Dreckskerl! Na also, da kommt ihr hier zwei doch noch zusammen. Geh weiter, Fröschl, führ's ab. Hast du es auch gut gemacht. Danke, Herr Wanninger. Gehen wir? Ich hatte Sie doch gebeten, die Finger von dem Fall Lorenz zu lassen. Schaut, Herr Steiner, das hat sich ganz zufällig so ergeben. So, zufällig? Ja, ist es Ihnen denn unangenehm, dass Sie jetzt endlich eine Anzeige gegen den Heiratsschwindler haben, die nicht zurückgezogen wird? Also, Herr Wanninger, Sie manipulieren in einer Weise, die... Meine Herren, ich glaube, es ist besser, wir diskutieren nicht darüber, wie zufällig das alles so gekommen ist. Hauptsache ist, dass Sie wieder da sind, Wanninger. Der Polizeiarzt hat sich nämlich ein bisschen Gedanken gemacht um Ihre Gesundheit. Es hätte ja sein können, dass Sie tatsächlich Zucker haben. Was ist denn, Wanninger? Was haben Sie denn um Himmels Willen? So ein bisschen Zucker wäre doch nicht schlimm gewesen, Wanninger. Na, Sie sind gut. Na, Sie können sich ja streng an die Diät halten. Sie haben doch jetzt Erfahrung, nicht? Oh, Teufel. Das braucht er doch gar nicht, Herr Steiner. Der Polizeiarzt meint, der Wanninger soll sich sein Maß Bier und sein Schweinshaxen auch weiterhin schmecken lassen. Ja, sogar Pralinen kann er essen. So. Also Zucker oder nicht Zucker, ich jedenfalls, ich habe für mein ganzes Leben lang genug von Süßigkeiten.